Und ich lock sie weg. Von hier nach. Da. Gut, ist das eigentlich gut? Ob das ganz durchgeht? Aber da ist noch das Ganze. Ich glaube, das ist ein anderes Loch. Obwohl, das in Adventures darfst du das immer nicht so ernst nehmen. Und gerade dieses ist etwas weit weg von der Realität. Vielleicht kann ich die anlocken mit irgendwas. Was mögen denn Wespenbienen Süßes? Habe ich was Süßes? Ein Donut, aber der ist eingewickelt. Den kann ich da nicht so einfach reintun. First, I'll remove the cling wrap from the donut. Ah! Ja, okay. Das macht das. Yikes! They must be really hungry. Oh. Most of the bees are eagerly swarming around my donut. Only a few of them are still refusing to leave the nest. Either they're on guard duty or they're just dense. There are still a few bees about, but I'll risk it. Sonst kann ich ja versuchen, sie runterzustreichen. That was lucky. I got through it all unscathed. Mal gucken, ob meine Theorie funktioniert. Also. Oben Venus. Oh, Venus fehlt noch. Wie kommen wir an das Venus-Dings? Aber unten ist das Gold. Und das sind hier die vier Homeless und Silent oder Quiet. Die Description looks pretty old. So it is highly unlikely that I need to place any modern items in there. Habe ich jetzt falsch geklickt, ne? Achso. Frog. Fisch. Vielleicht muss ich auch irgendwie was in der Venusfalle. Ich nehm's nochmal. Ich komme da eh nicht ran. Und hier nehme ich mein Venus. It won't fit. The niche is too small. A strange. Nothing happened. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. Ich nehme das nochmal mit. Und das. Und das. Und das. Ah, ich nehme alles nochmal mit. Ich brauche die Venus. Nur wie komme ich da ran? I'm very much mistaken. This is a carnivorous plant. No idea why they named it after the Roman goddess of love. Oder nach einem Planeten. I can't get there without being spotted by the guard. Vielleicht muss ich ja irgendwie den. Auch Fleisch. Eieiei. The donut used to be wrapped in this. Und hier ein bisschen Plastikfolie. Die da rein tun? Wozu? Die Fireflies? Wozu? Den Slug? Wozu? Den Frosch? Willst du ihn ersticken? Den Fisch, damit er nicht stinkt? Den Honig, um ihn auszudrücken? Nö. Vielleicht ist das ja meine Königin Nina.
Bullshit. Wozu habe ich eigentlich den Ballon? Den Glowsticks muss ich wahrscheinlich in die Augen packen. Um ihn dann zu erschrecken. Das ist ja meine ursprüngliche Idee. Was macht denn hier der... die Karkasse? Da komme ich eh nicht ran. Ich habe noch ein paar... Tja, jetzt bräuchte ich noch eine Idee. Ich glaube, der Venus, die muss da oben rein. Ich müsste ihn erstmal ablenken. Ist da noch irgendwas? Kann ich hier irgendwas ins Feuer werfen? Oder ich schmeiße ihm mal ein paar hin? Nee. Daran? Nee. Ins Feuer? Nee. In die Bowl? Nee. In Sam? Nee. In sie? Opa. Nee. Das sind ja auch keine Knallerbsen, oder? Vielleicht lenkt ihn der Frosch ab? Can't get out from behind the tree without being spotted, but maybe it will smell bad enough from here to distract the guard. Ach so, aha. Was stinkt denn hier so widerlich? Hmm, the guard isn't reacting at all. I guess the distance is just too great. Vielleicht kann ich einen Ventilator aufstellen. Ich könnte ja noch ein bisschen den Stock anschieben nach hinten. A bamboo tube is too short to push that smelly monster any closer to the guard. Die tent poles? I'll put two of these poles together. That will give me an extended range. Was passiert? Yuck! What is this horrible stench? It's worse than a skunk! If I ever decide to become an evil mastermind, I'm going to make sure I never employ guards with sensitive noses. Das ist aber eine lange Liste. So, jetzt krieg ich die Venus, oder? Jo. Aber da komme ich nicht ran, ne? I can't get there without being spotted by the guard. Und das Feuer? Why would they light a campfire in broad daylight? To keep the wild animals away? Vielleicht das, weil ich es noch irgendwie brauche. I can do with it from here. Can't get any closer without okay, da darf ich auch nicht hin.
habe ich wieder eingesammelt. Vielleicht brauche ich es ja nochmal. So, und dann versuche ich mal. Jetzt meine Theorie wieder. Oben die Königin. Nochmal angucken. Unless I'm very much mistaken, this is a carnivorous plant. No idea why they named it after the Roman goddess of love. Die ganz oben rein. Die Göttin. Ihre vier Homeless Untertan und unten das Gold. Nothing happened. Meh. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. Mach mal richtig lesen. According to the heading, this is a translation of the temple door's inscription. Sam must have put a lot of effort into this. It says, honor the goddess enthroned above all. With her radiant being and ever open eye, she looks down upon her subjects, the mute and the homeless. Yet they have no one to blame for their miserable state but themselves. Were they not so self-centered, then they could see the riches at their feet, the queen's gold. Die an die Home unter. Also die beiden sind ja. Nimm mal weg. Die geben keinen Ton von sich und haben auch kein Haus. Der hat kein Haus und der hat kein Haus. Gut. Und dann muss ich die beiden wahrscheinlich hier reinpacken. Nothing happened. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. Oder den Frosch nach links und die nach da. Nothing happened. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. Es ist ja erstmal nur Honeycomb. Vielleicht muss ich das wirklich irgendwie ausdrücken. Schleudern. Vielleicht müssen die weg und die. Nothing happened. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. Nothing happened. Maybe I haven't put all the right items into the niches yet. According to the heading, this is a translation of the temple door's inscription. Sam must have put a lot of effort into this. It says, honor the goddess enthroned above all. With her radiant being and ever open eye, she looks down upon her subjects, the mute and the homeless. Yet they have no one to blame for their miserable state but themselves. Were they not so self-centered? Then they could see the riches at their feet, the queen's gold. Also, das ist schon mal klar, die Venus ganz oben. According to the heading, this is honor the goddess enthroned above all. Okay. With her radiant being and ever open eye, she looks down upon her subjects, the mute and the homeless. Yet they have no one to blame for their miserable state but themselves. Were they not so self-centered, then they could see the riches at their feet, the queen's gold. Also die müssen irgendwie noch umgeändert werden.
Also einer ist homeless. Da. Na, der auch. Und der andere ist stumm. Der macht. Also die beiden. Dann habe ich noch den Frosch. Und die... Hat das hier vielleicht noch was zu sagen? Die Inscription. Achso. It says, honor the goddess enthroned above all. With her radiant being and ever open eye. Radiant being and ever open eye. Homeless, yet they have no one to blame for their miserable state but themselves. Were they not so Und jetzt darf ich hier. Wie viel radiant, also rundem Sein. Ja, ja, im runden Sein. Also die Fireflies nach da. An ever open eye. Das war doch auch als Ei, aber dann bleibt ja was übrig. Wie ging's weiter? Sam's translation is correct. It says, honor the goddess enthroned above all. With her radiant being and ever open eye, she looks down upon her subjects, the mute and the homeless. Yet the frogs. The mute, stummer Fisch, and the homeless. Done! Ah, ja! Woohoo! So great. They should make me the leading man in a movie or in a computer game. Da 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 da. Hä? Das ist ja irgendwie auf dem Kopf. Oh, what was that? The barkeeper shoots at me and then alles am Kopf. Off in a helicopter seconds before the ship is swallowed by a gigantic monster wave. Did ah, ja, genau. I just dream that? Why would that guy shoot at me? And did he know about the wave, or did the helicopter just happen to pick him up at exactly the right moment? Ja, ja, das Ende ist nah, da ist es. After all, he was going on and on about the end of the world and being rescued by that Puritas Cordis sect. What is the meaning of all this? By Poseidon, looks like I've got quite another set of problems for now. The ship hasn't sunk yet, but since it capsized because of that monster wave, it only appears to be a question of time. I've got to get out of here. And fast. Ja, dann ist mal speichern, oder? Ja, die Lösung wird wahrscheinlich sein, die haben eine Wellenmaschine gebaut und wollen damit jetzt den Armageddon vortäuschen. Und ihr sollt alle in die Sekte und euer Geld abgeben. Alles steht Kopf. Combination Lock. The cabinet is secured by a combination lock. A picture of the ship naming ceremony. 7. April 45. Was hältst du denn davon? Das wird doch gut passen. Das wäre dann vielleicht... 7. April, also 4775 oder irgendwas so in der Richtung. Warte mal. Continue und jetzt hier. Lass uns das mal ausprobieren. In order to open the drawers, I need to enter the correct number code first. Was steht da? Windows ist abgestürzt. Ein Red Screen. Ach, es gibt nur 7. Das ist ja schon mal gut. Also, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 5, 5. I wonder whether that was the right sequence of numbers. Nothing happened.
must have been the wrong code. Ja, dann versuch's mal auf Deutsch. In order to open the drawers, I need to enter the correct number code first. 7/4/75. 5. I wonder whether that was the right sequence of numbers. I think that was correct. Okay, dann mach auf, guck, guck, guck rein. Achso, ich dachte, jetzt fällt natürlich alles raus. The drawer is empty, but I could at least use it as a makeshift stairway in order to reach the upper hatch. It's stuck. Das ist die lower hatch, was du da oben hast. It's stuck. Was gibt's denn hier noch so, bevor ich abhaue? Oh, noch ganz viel. Zum Beispiel gibt's da oben ein Hole. Guck dir das mal an. The middle floor broke open and part of a steel girder fell to the ground. Okay. The pipe definitely looks worse for wear. There's a big hole at the top of it and a connecting piece got ripped out below. I can still see some oil at the very bottom of the pipe itself. Hmm, looks pretty sturdy. I can't yank that out. Ein Hebel. Right now the lever is set to stop. I could set it to either full speed ahead or full reverse speed. Nee. da lasse ich lieber erstmal die Finger von. I would be more tempted to admire the fantastic view if I wasn't on a capsized ship that was bound to sink at any moment. Du wirst doch sowieso sterben, dann genieß doch noch den Augenblick und die Aussicht. Eine Büste. A bust of somebody or other. Ein schwerer, harter Gegenstand ist das. Würde ich nicht machen, kommt das Wasser rein. This is the way out. To freedom, not to eternity. Nein. Da drückt zwar das ganze Wasser rein. Da hier noch kein Wasser drin ist, gehe ich aber davon aus, dass kein Wasser reinfließt. Und wenn ich hier aufmache, dann... Nein, müssen wir nicht. Das ist mein Rescuer. Zuckt er noch? Ja, ich glaube, der zuckt noch. The poor guy looks rather beat. I can only hope that he's fit enough so we can get off this sinking ship in time. Oh, heul doch! Oh, what? Where am I? We're on a capsized ship that could sink any minute now, and you've been trapped under a massive steel girder. But I'll think of something, don't worry. Don't worry. When should I be worried, if not now? Good point. But I'm sure I can find a way out of this. You saved my life, after all. I owe you. Thank you. But I boarded this ship for a reason. You remember the incident at the harbor? No. The man who had that fatal accident? Exactly. He must have slipped you a letter right before it happened. But I haven't got any letter. Besides, there are more important things we should be worrying about right now. We need to get out of here. Why do you think such odd things happened on board? Why do you think people had to die? Trust me, this is important. I will not leave the ship without this document. You must find this letter. Okay. Das ist wahrscheinlich in dem Koffer vom Patterson, der ja irgendwo ist oder auch nicht. Ach, die waren ja stuck. It's stuck. A massive steel girder.
Was ist das? A Bongo Drum habe ich immer noch. Klar, die braucht die Kleidung, ist jetzt ganz besonders wichtig. Sag mir mal, wer das ist. Er ist gar nicht in der Stimmung, würde ich sagen. Halt die Tür auf. There's water on the other side. Echt? Dann nicht. How about I leave the door closed? Gute Idee. Stay put and the water can do the same. Seems like a fair trade. Ist da auch Wasser? There's water on the other side. Okay. Was ist da oben für ein Holz? This is not a passage to the room above. It's only a part of the floor between the decks that broke open. The middle floor broke open and part of a steel girder fell to the ground. I could step on that drawer in order to reach the hatch, but before I open it, I should make sure that there's no water behind it. Otherwise, it could get rather uncomfortable down here. It's closed. But climbing through that hatch may be our only way out. Wie soll ich da gucken, ob da was Wasser ist oder nicht? I could step on that drawer in order to reach the hatch, oder was? But before I open it, I should make sure that there's no water behind it. Otherwise, it could get rather uncomfortable down here. Ja, dann guck doch erstmal. Kannst du mal auf den Drawer drauf und dann guckst du erstmal. Hier auf den Drawer drauf. It's stuck. Ja, du sollst ja auch draufklettern. It's stuck. Okay. Hier geht's ja nicht raus. The wheel is completely rusted in place. Even a gorilla couldn't turn it. The steel girder is way too heavy. I can't lift it without some kind of equipment. Vielleicht kann ich hier mit dem Öl. Also, wenn ich jetzt die Socke da rein und das Öl aufsauge damit. Nee. Das muss aber funktionieren. Bingo Bongo. Kann ich auch ein bisschen dran. I'm sure there is plenty of water below this hatch. Ja, bin ich mir auch sicher. Ja, dann volle Fahrt voraus. Right now the lever is set to stop. I could set it to either full speed ahead or auf die Bubbles achten. Full speed ahead. Full speed ahead. Something appears to have moved in the room above me. It's closed, but climbing through that hatch may be our only. I could step on that drawer in order to reach the hatch, but the pipe definitely looks worse for wear. There's a big hole at the top of it, and a connecting piece got ripped out below. I can still see some oil at the very bottom of the pipe itself. Okay, ich glaube, jetzt habe ich zu lang gedrückt. Zurück. Right now the lever is set to stop. I and now the other way. Something appears to have moved in the room above me.